Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Soundless Driving. Mein Name ist Thorsten Ludwig und wir sind im Stress. Der Wagen ist vollgepackt, das schon mehrfach. Es geht so viel rein in das Model S. Das ist sensationell. Also mein Jeep, den haben wir ja so für Reisen umgebaut und uns da fast ein bisschen, also für Reisen war er gut, aber zum Umzug wäre er nicht mehr zu gebrauchen gewesen. Aber hier geht so wahnsinnig viel rein. Ich muss noch ein ganz klein bisschen das Fenster auflassen. Verzeiht es mir, falls da Nebengeräusche sind. Denn hier der Ammersee, mehrheitlich wahrscheinlich hier bei uns auf dem Westufer, aber auch auf dem Ostufer, hier sind so viele Mücken. Trillionen von Mücken. Es ist wirklich unglaublich. Wir haben bei uns in dem Haus schon seit locker eine Woche tagsüber nicht mehr die Fenster auf. Zwar oben im ersten Stock, aber ansonsten nicht mehr oder auch im zweiten Stock. Wir sitzen schon nicht mehr draußen. Es ist wirklich Wahnsinn. Wir hatten ja hier vor 14 Tagen diese wahnsinnigen Regenfälle von 72 Stunden am Stück und auch leichte Überschwemmungen, nicht so dramatisch, aber leicht. Und da ist, ja, danach wurde es gleich heiß. Also hier sind brutal viele Mücken und es macht wirklich keinen Spaß mehr. Ja, warum ist das Auto voll? Ihr seht hier allen möglichen Schnickschnack hier, mein altes Tauchequipment. Ich war ja mal Tauchlehrer von verschiedenen Verbänden und das schenken wir jetzt alles der Wasserwacht. Wir haben den Blei geschenkt, da haben die sich ein zweites Loch in den Arsch gefreut, weil Blei ist richtig teuer, wenn man das kauft. Lungenautomaten, Computer, gut, die hätten gewartet werden müssen alle, aber wir sind so lange nicht mehr unter Wasser gewesen. Wenn es mal wieder sein soll, dann gibt es neues Equipment, neue Technik. Und wir wollen ja technik-wise immer ziemlich weit vorne sein. Und deswegen geben wir dieses Equipment hier ab. Gut, ein Lungenautomat kann man sehr, sehr lange benutzen. Und für die Wasserwacht, für Übungszwecke und so weiter, ist das sicherlich eine tolle Sache. Ja, warum ist der Wagen voll? Wir ziehen um. Ja, jetzt bin ich noch schnell bei uns hier im Geschäft vorbeigefahren, weil wir haben so eine 1000 Liter Papiertonne. Da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen was reinwerfen. Und dann geht es los in die andere Wohnung. Ja, wir ziehen um von einem Haus in eine Wohnung. Mächtig viel Umzug, aber es ist auch so befreiend, etwas wegzuwerfen. Und da freuen wir uns schon drauf. Und mein neuer Vermieter, unser neuer Vermieter, der hat mir eine 11 kW Steckdose angebaut. Also da freue ich mich jetzt endlich mal nach über einem halben Jahr dann auch mal zu Hause halbwegs professionell laden zu können. Ist jetzt viel bla 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 bla. Tut mir leid. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig gewesen. Aber die Stammzuschauer interessiert vielleicht auch ein bisschen, was wir so machen. Ich habe, so wie viele von euch sicherlich auch, einfach mal jetzt während der Packpausen auf dem Sofa gelegen und ein bisschen rumgesurft und bin da auf ein ganz tolles Video gekommen von einer jungen Dame, die die Elektromobilität in ihrem Video beschreibt. Und das Video, beziehungsweise ja, das Video jetzt nicht in Einzelheiten, sondern nur in den Hinweis darauf, den möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Ein ganz tolles Video mit Charme, mit Esprit. Tolle technische Arbeit, ein tolles Handwerk und er beleuchtet die E-Mobilität mal von einer ganz anderen Seite. Dazu gleich mehr. So, kommen wir zu dem Kanalvorschlag, den ich hier machen wollte. Mann! Du kannst den Kampf gar nicht gewinnen, das ist unglaublich. Ich habe hier schon so ein Band gekauft mit so einem Citronella, das was heißt jetzt gekauft, das haben wir uns vor 2 oder 3 Jahren gekauft, als wir unsere Dachzeltreise nach Norwegen gemacht haben. Da haben wir nicht eine einzige Mücke gesehen, nicht einen einzigen Moskito, nada, niente, zero, gar nichts. Und hier, ja, das haben wir leider hier am Ammersee so alle paar Jahre mal und jetzt ist es wieder der Fall. Shit happens. So, den Kanal, den ich vorstellen möchte, der ist von der deutschen YouTuberin Sophia, nennt sich Transistor. Ich verlinke das mal hier oben und werde es auch unten mal in die Kanalinfo schreiben. Transistor nennt sie sich. Sie hat mehrere Kanäle, schreibt aber selbst, ich bin bei meinen 8 Kanälen nie besonders weit gekommen, weil ich
auch nicht so den Anspruch hatte. Ja, sie will wollte mal was mit Wissenschaftsjournalismus machen und hat eben auch schon mal an einem Projekt mitgearbeitet über Elektromotoren. Heute geht es um ein Thema, wo ich 1A-Experte bin, denn ich habe überhaupt gar kein Auto. Elektromobilität. Ein echter Experte bin ich also nicht, aber wer es noch nicht weiß, ich habe mal an einem Antrieb für Elektroautos mitgeforscht. Das war ursprünglich nur ein reines Demonstratorprojekt, aber wir haben es immerhin geschafft, unser Inverter-Motorsystem in einen PKW zu integrieren und damit rein elektrisch um den Block zu fahren. Sie schneidet Filme seit 2007, schreibt sie, also sehr sympathisch gemacht und mit sehr viel Aufwand gemacht, also mal eine ganz andere Art und Weise, Videos zu machen. Und wie gesagt, in dem Fall geht es um Elektromobilität. Und zwar heißt der Film Elektromobilität akribisch analysiert, schreibt sie. So ist der Titel ihres Videos und den kann ich euch nur empfehlen. Zieht euch den mal rein. Geht knapp 25 Minuten. Elektromobilität akribisch analysiert. Sie schreibt dazu in ihrem Video: No drama, just real data, Zahlen und Fakten, und geht dann gewisse Dinge durch, Quellenangaben. Sie hat Informationen drin von den Tagesthemen von 2010, der Tagesschau von 2011, von 2012, von 2016, von 2017 und 2018. Sie hat Interview mit Herbert Diess drin, also wirklich, wenn Elektroautos Feuer fangen, wie Elektroauto löschen, was ist, wenn mein Auto brennt und so weiter. Also alles ganz nett. Also es ist wirklich sehr gemacht, sehr amüsant gemacht, sehr kurzweilig und das kann ich nur empfehlen. Außerdem gibt es einen kleinen Ausschnitt eines Videos über Bertha Benz, damit ja, wir ehemaligen Verbrennerfahrer oder auch die jetzigen Verbrennerfahrer oder auch die jetzigen E-Autofahrer dass wir vielleicht noch mal so dran erinnert werden, wie es denn früher war, ein Auto zu fahren. Und das ist eine Szene, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie geht, wenige Minuten nur, aber genau die gleichen Sachen, die wir Elektroautofahrer heute, denen wir uns heute gegenüberstellen, genau die gleichen Fragen, die hat es damals, vor 120 Jahren, auch schon gegeben, als es um die Kutsche ging, die mit ja, Benzin oder sowas ähnlichem gefahren ist. Eigentlich ging es damals noch gar nicht so um das Benzin, was wir heute kennen, sondern um Fleckenwasser mit Ligurin, irgend sowas. Hören wir mal kurz rein. Was zu wünschen? Führen Sie Fleckenwasser? Da habe ich verschiedene Tinkturen. Wir bräuchten etwas mit Ligurin. Damit kann ich dienen. Haben Sie noch mehr Flaschen da? Wie viel wollen Sie denn? Alle, die Sie haben. Das ist ein Motorwagen. Mein Mann hat den gebaut. Karl Benz. Ein ganz tolles Video. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht gefällt es euch auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieser Hinweis gefallen hat, dann gebt ihm noch ein Like. Wenn nicht, dann nicht. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Ich habe, glaube ich, schon über 4.500 Abonnenten oder an die 4.500 Abonnenten. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mich doch gerne an. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, die ihr mal besprochen haben wollt, dann schreibt mir auch das doch bitte einfach in die Notes unten rein oder in die Kommentare. Wenn wir umgezogen sind, das wird so in Kürze der Fall gewesen sein, dann ist auch wieder etwas mehr Zeit für ausführlichere Videos. Bis dahin, macht's gut, so long und bis bald. Ciao.